Wir von Voller D sind heute in Mission Balloutfit unterwegs. Was ist so im Trend? Was sollte wer anziehen? Und als allererstes sind wir bei der Station Herren angelangt. Und zwar, wo sind wir denn jetzt? Wir sind beim Gauzon, also wir kleidern mich. Ganz genau, und jetzt geht's los. Beim Anzug kann man doch eh nicht viel falsch machen, oder? Falsch machen direkt nicht, aber wie gesagt, es soll für die Ballmode sollen dunkle Farben eher gewählt werden. Also ist immer klassisch elegant schwarz, aber auch heuer dunkelblau. Schwarz ist immer ganz schön, ein weißes Hemd, klassisch, mit einer tollen Krawatte, gemustert oder auch ein Flügel oder auch mit Hosenträger heuer. Die Uhr für den Ball sollte in der Regel etwas flacher sein. Also wenn einer mehrere Uhren hat, dann wird der Herr dann so beraten, für den Sport eine separate Uhr, Chronograph, etwas dicker, etwas stattlicher, und für den Ball dann eine elegante, flache, schöne Uhr. Kann sein in Stahl, kann aber genauso sein, wie es jetzt sehr aktuell ist, in Roségold. Da werden wir ganz sicher fündig heute, dann machen wir uns mal auf die Suche. Bitte gerne, folget mir. Ist einfach wichtig, dass sie einen guten Haarschnitt haben, dass sie gepflegt sind, wenn sie Bartträger sind, dass der Bart schön rasiert ist. Frisieren können sie es nachher selber zu Hause. Wichtig, dass sie einfach eine Gelinie tun, dass sie es ein bisschen frisieren und dass der Bart sauber ist.